Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living und ich stehe auf der CMT auf dem Pösselstand. Und hier hinter mir habe ich den Pössl Road Cruiser Evolution. Und was ist daran jetzt die Evolution? Das werde ich euch gleich zeigen, aber erstmal gucken wir rein und wir bleiben erstmal gleich hängen an einem Fach, das ich hier so noch nicht gesehen hatte. Und wenn wir da aufmachen, dann finden wir da Platz für eine Gasflasche. Einfach zugänglich. Schönes Fach, da passt eine 5 Kilo Flasche rein, vermute ich mal. Super einfach ranzukommen. Dann am Start die Trittstufe und wir laufen rein und sehen eigentlich bekanntes Design. In der Dinette hat also die Evolution nicht unbedingt angefangen. Wir haben hier natürlich einen schönen abgerundeten Tisch, dass man leicht nach vorne durchgehen kann und ins Cockpit kommt. Super ist der Tisch, sehr lang. Schön ausdrehbar hier ein großes Teil. Da kann man auch als Beifahrer sehr schön dran sitzen. Der kommt sehr nah zum Körper. Da haben wir natürlich hier noch die Verlängerung der Küche. Kann also hier noch fürs Kochen abstellen, hier noch. Und kommt immer noch zwischendurch. Das ist ja auch noch wichtig, dass man sich bewegen kann. In der Dinette haben wir am altbekannten Ort 230 Volt und USB-Auslass. Was ich jetzt hier gar nicht mehr finde, sind 12 Volt Zigarettenanzünder. Die waren halt immer praktisch, wenn man irgendwie Laptop laden zum Beispiel über einen 12 Volt Adapter oder andere Geräte, die sowas brauchten. Das ist halt jetzt, wenn du nur noch USB-Strom hast, bisschen schwieriger. Vorne raus kein Skyroof, sondern ein schönes Fach. Das liebe ich. Und auf der anderen Seite oberhalb der Dinette dann noch die normalen Schränke. Solide verbaut, das verhebt, das ist der gleiche Mechanismus wie in Zottel. Auch keine Überraschung unter der Sitzbank, da haben wir die Heizung verbaut mit Warmwassertherme. Ja und schon stolper ich hier über etwas, seht ihr das? Wenn ich hier das Fach hochklappe, hier hinten bleibt es hängen. Es gibt aber böse Kratzer irgendwann auf dem schönen Klarlack. Ich hoffe ja mal, da finden sie noch eine Lösung. Immer mal wieder gerne bemängelt von mir. Hier unten die Halterung aus Plastik. Das ist jetzt nicht unbedingt super stabil. Vorsicht also walten lassen. Dafür kommt hier eine praktische Tasche mit, die man entweder zum Einkaufen verwenden kann, Müllbeutel reintun oder irgendwie anderweitig nutzen. Bei der Küche seht ihr schon, die ist schräg angebracht, wird also nach hinten breiter. Das gibt schön die Möglichkeit, sich hier vorne besser bewegen zu können. Und nach hinten ist dann der Übergang Richtung Badezimmer. Bevor wir aber Richtung Badezimmer gehen, noch ein kurzer Blick in den Küchenblock. Oben Besteck. Das hier sind auch schöne Schubladen, allerdings nicht sehr tief. Im unteren Bereich dann leider nur noch links und rechts Türen. Das ist dann wirklich ein bisschen schwieriger zugänglich da unten, wenn man das rausholt. Und das linke Fach ist auch mehr oder weniger belegt von der Gasflasche. Wir haben zwar hier in der Tür noch ein bisschen Ablagemöglichkeiten und auch von oben, da kann noch ein bisschen Gewürz rein. Aber so generell ist der Platz im Küchenblock doch ein bisschen beschränkt. Im Bereich des Küchenblocks keine Überraschung, aber der Piezo-Zünder ist jetzt hier mit dabei. Ansonsten schönes Waschbecken. Wer gerne abwäscht, hat hier Spaß. Oberhalb der Kochzeile. Hier noch ein Fach mit Ablagemöglichkeit und oben eins mit Klappe. Nach der Küche kommt der Kühlschrank. Wir haben hier einen Kompressorkühlschrank, der eine gute Größe hat, wenn man hier zu zweit unterwegs ist. Bei vier Leuten geht man dann vielleicht doch mal eher essen oder häufiger einkaufen einfach. Unter dem Kühlschrank haben wir auch noch ein weiteres großes Fach. Das kann man natürlich auch als Stauraum nutzen oder um Klamotten aufzuhängen. Hier könnte man zum Beispiel auch noch ein Fach reinbauen. Dann kann man das ein bisschen geschickter nutzen. Und wenn man hier vor dem Kühlschrank steht, dann steht man eigentlich auch schon im Bad, denn wir haben hier ein Raumbad. Raumbad deswegen, weil es einfach den Flur mitnutzt. Das heißt, man hat im Badezimmer mehr Platz als in einem Festbad. Stell mich hier mal kurz ins Raumbad. Wir haben hier eine Tür, die sich verschieben lässt. Man kann also in Richtung Schlafzimmer schön zumachen. Macht man hier zu, hat man ein großes, geräumiges Badezimmer und wirklich schön Platz.
blockiert dabei aber den Kühlschrank und das Staufach darunter. Aber man kommt an Küchenschränke dran. Das Badezimmer kennt man. Wir haben ein Fenster, Waschbecken natürlich, hier noch ein Spiegelschränkchen. Der Turm steht auch rum. Und wenn man sich draufsetzt, hat man sehr schön Beinfreiheit und auch links, rechts sitzt man hier gut. Das ist eine schöne Lösung. Aber man sitzt halt mehr oder weniger mit den Füßen im Gang. Zum Duschen nimmt man dann hier die Platte raus und hat dann hier eine relativ flache Duschwanne. Da sollte der Ausguss nicht irgendwie verstopfen oder schlecht ablaufen. Auch sollte man nicht zu schräg stehen. Vor allem, wenn man in diese Richtung schräg steht, hat man natürlich hier das Wasser. Der Ausguss ist relativ weit weg vom Rand, sodass man da einen Schwamm braucht oder einen Abzieher, um das Wasser in den Ausguss zu befördern. Ansonsten, man sieht das hier, man hat halt hier die Führungsrillen von den Lamellentüren. Da sammelt sich Dreck gerne an. Da sollte man dann immer gut trocken machen und putzen. Ansonsten ist das irgendwann nicht mehr ganz so schön anzuschauen, vermute ich. So viel zum Badezimmer und jetzt kommt die Neuheit. Die Neuheit ist nicht, dass wir hinten ein Bett haben, denn das haben wir eigentlich meistens in den meisten Vans. Aber dieses hier bei Pössl kann ich in der Höhe verschieben. Das fährt jetzt hier per Elektromotor nach oben. Und das hier ist die Steuerung fürs Hubbett. Das ergibt darunter ordentlich Stauraum. In der Position kann man natürlich nicht schlafen, aber man kommt noch an alle Schränke dran. Größtenteils zumindest an die vorderen. Und hier unten hat man entweder Laderaum oder kann auch noch ein Bett reinlegen, sodass hier im Prinzip vier Leute drin übernachten können. Und wenn man das Bett in die unterste Position stellt, kann man auch noch sehr leicht ins Bett krabbeln. Denn hier die Stufe, die geht mir ja bis zum unteren Oberschenkel. Da kommt man wirklich leicht rein. Braucht also nicht sich groß verbiegen, sondern steigt da im Prinzip locker rein. Das wird sogar der Co-Pilot schaffen. Wir haben natürlich ein 6,40 Meter Fahrzeug, sprich wir haben Längsbetten. Ich bin 1,80 Meter und wiege hier gut. Also das ist locker 1,95 Meter, schätze ich, in der Länge. Also wunderbar. Befestigt ist das Ganze über ein Gurtsystem an allen vier Seiten. Im hinteren Bereich haben wir noch USB und 230 Volt Auslässe. Praktische Taschen an den Seitenwänden, sowohl links als auch auf der rechten Seite. Oben neben dem Dachfenster auch gut Stauraum. Hinten jedoch kein Hochkasten, dafür auf beiden Seiten. Schauen wir uns das Bett jetzt nochmal von außen hinten an. In der untersten Position haben wir hier immer noch einen gewissen Bereich Keller. Das reicht für Stühle, Tische und sonstiges Gerümpel, was man so mit hat im Notfall aus. Wir haben auch hier eine Bedienung natürlich für das Hubbett. Das geht leise und ohne Knarzen oder Knirschen, fährt das super hoch. Und wenn es dann oben ist, hat man richtig viel Ladekapazität. Und da steigen wir gleich mal ein. Natürlich kann ich hier nicht aufrecht stehen, aber fast aufrecht knien. Und habe hier richtig viel Platz für Waschmaschinen, Trockner oder sonstiges Zeug, Recyclingzeug, Kartons, was man hier mal transportieren muss. Und das kann man hier dann eben transportieren, ohne groß umbauen zu müssen. Das ist einfach saupraktisch. Im Heck auf der rechten Seite Fächer für Stauraum. Dann sieht man hier isolierte Radläufe mit weiterem bisschen Stauraum. Und hier hinten noch ein tiefes Fach. Und was ihr da unten seht, das sind Heizungsschläuche, Wasserschläuche, Stromschläuche und so weiter. Auf der gegenüberliegenden Seite Werkzeugheberfach. Dann nochmal isolierter Radlauf auf der anderen Seite und hier auch nochmal Stauraum und Heizungsrohre. Unten am Bett gibt es auch noch Licht mit Lichtschalter. Natürlich wird es hier drin ein bisschen eng, wenn man noch hier unten die Betten aufbaut, dann hat man nur noch deutlich weniger Kopffreiheit, wenn man unten schläft. Das ist normal bei diesen Fahrzeugen, der Van hat kein Hochdach, irgendwo ist halt das Limit erreicht.
Aber wenn man ohne dieses untere Bett arbeitet, sondern hier oben pennt, hat man ein tolles, variables Fahrzeug. Und zum oben schlafen, um hochzukommen, gibt es natürlich auch eine Leiter. Auch noch praktisch, falls man mal doch noch ein paar Mühe mehr Stauraum braucht. Das Ding hier kann man rausnehmen, sehr simpel. Dann gibt es noch mal 15 cm mehr in der Länge. Werfen wir mal einen Blick unter die ordentliche Matratze. Ja, könnte man sogar noch fast als Stauraum verwenden. Lattenrost mit ein bisschen Luft drunter. Und die Matratze fand ich okay. Der ein oder andere fragt ja immer mal, ob das Auto ein Reserverad hat. Der hier hat eins. Aber neben dem Ersatzrad gibt es noch was anderes unter dem Auto, was ich euch unbedingt zeigen muss. Denn wir suchen den Frischwassertank. Der hat es nämlich nicht mehr hier in die Seite geschafft. Da ist kein Platz mehr. Der ist jetzt woanders. Achtung! Ja, und was ihr jetzt hier unter dem Fahrzeug seht, das Weiße hier, das ist der Frischwassertank. Und wenn ihr jetzt mal darauf achtet, das sind vielleicht 20 cm bis zum Boden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich gut kommt mit der Bodenfreiheit, weil der Tank hängt jetzt tiefer als die Trittstufe und natürlich auch tiefer als der Grauwassertank. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es lange funktioniert und der Frischwassertank ist nicht isoliert. So ist das Ding im Winter nicht fahrbar. Bei Frost ist dir sofort Frischwasser eingefroren. Ja, habe ihn nochmal zurückgezogen in den Van. Muss sagen, anfangs war ich sehr begeistert. Das Bett finde ich sehr praktisch, sehr cool. Denn so ein Hubbett habe ich mir selber schon öfter mal gewünscht. Moped rein, Fahrrad rein, Kartons transportieren, Waschmaschine, alles schon in Zottel gemacht und aus und umgebaut wie ein großer. Und hier drückst du einfach einen Knopf, Bett fährt hoch und du hast Raum. Das ist eine geile Idee. Ist nicht neu, aber ist neu bei Pössl. Aber Pössl, was gar nicht geht, ist der Frischwassertank. Diese Position ist für mich ein absolutes No-Go und wäre für mich der Showstopper für so ein Van. Ich hoffe, ihr findet da noch eine andere Lösung, eine andere Position, eine Isolierung und möglichst so, dass man ein bisschen weiter weg vom Boden ist, sonst gibt es da nämlich echt irgendwann Probleme. Wenn ihr das gelöst kriegt, ist es ein cooler Van, schön Platz, Raumbad. Mag man oder nicht, breites, langes Bett für zwei Personen, perfekt. Zu viert würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Auch wenn es geht und die Betten dabei sind, kann man unten noch ein Bett aufbauen. Aber dann ist eine Kriecherei und eng und dann kommt auch wieder das Thema maximale Zuladung. 3,5 Tonnen sind schnell erreicht. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bin gespannt, ob Pössl was ändert am Wassertank. In diesem Sinne, tschüss zusammen.